Auf geht's, Data Rohstoff, Wochenendausgabe, und ich muss euch sagen, ich bin auch schon richtig aufgeregt. Wenn ihr sagt, oh, aufgeregt, irgendwas mit Gold, Silber, Tätigen, nee, wenn ich ehrlich bin, es ist jetzt Samstag 17:15 und in zwei Minuten, hatte ich was gesagt, geht's für mich los zum Männer-Poker-Abend. Alle paar Wochen, alle paar Monate treffe ich mich mit meinen Kumpels und wir pokern. Und wenn ich jetzt gerade ihre Zeit unnötig in Anspruch nehme, weil ich ihnen was von Pokern erzähle und sie denken sich, Mann, was quatscht der Typ mich voll, dann spulen sie mich bitte und gerne vor. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Pokerabend mit meinen Kumpels. Und der Grund, warum ich aufgeregt bin, ist, also, ich habe es ihnen ja schon mal gesagt, ich bin nicht jemand, der spielt, weil er das Spielen cool findet, sondern ich spiele immer, um zu gewinnen. Ich will immer gewinnen. Ich will viel erreichen, ich will mich weiterentwickeln, und das ist auch beim Pokerabend so. Und da gibt es so ein, zwei Kumpels, die freuen sich auf einen netten Männerabend, die wollen ein paar Karten festhalten und Gin Tonic trinken, finde ich auch in Ordnung. Da sind aber auch so drei, vier Jungs, die spielen richtig viel Poker, und ich spiele ja wirklich nur alle paar Monate mit meinen Kumpels, und trotzdem schaffe ich es in der Regel, gegen die Jungs zu gewinnen, und das macht die ganz fuchsig. Nicht, weil ich so ein guter Pokerspieler bin, sondern zumindest glaube ich das, weil ich an der Börse gelernt habe zu warten, bis eine hohe Wahrscheinlichkeit kommt, und weil ich ein ganz gutes Risk Management mache. Ja, so die Basics des Spiels, jetzt nicht nur die Regeln, sondern Odds und Outs und so weiter, das kann ich, aber ich bin jetzt kein Mega-Profi, und deswegen bin ich ja aufgeregt, weil den ganzen Tag geht schon mein WhatsApp in einer Tour, heute machen wir dich fertig, und ich werde es Ihnen auch berichten, wie es dann am Ende ausgegangen ist. So, entschuldigen Sie, ich bin vom Thema abgekommen. Ich habe mal wieder Hate bekommen. Im Moment kriege ich ganz gut Hate von dem einen oder anderen Zuschauer ab. Und liebe Zuschauer, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, ihr könnt gerne schreiben Hamed, ihr könnt gerne schreiben Herr Esnashari, ihr könnt gerne schreiben Dr. Esnashari, Schindluder mit meinem Namen zu betreiben, das spricht gegen eure Erziehung. Könnt ihr gerne machen. Also jemand hat mich Doktorchen genannt, auch okay, wie ihr meint. Ist einfach nur, ihr wertet euch selbst ab. In dem Augenblick, in dem ihr mit meinem Namen irgendwelche Spielchen betreibt, mich stört das nicht. Also, Originalton, Doktorchen, du zeigst wieder, dass du keine Ahnung von Charttechnik hast. In Ordnung, Hauptsache ich kann gut traden. Und da geht es darum, ich weiß nicht wer, aber ich zeige Ihnen die Linie, dass, also die E-Mail sagt, diejenigen, die wirklich was von Charttechnik verstehen, die haben gezeigt, dass der Goldpreis bereits ausgebrochen ist. Und hat, ich gucke gerade, einen solchen Chart mir geschickt. So, also mit dieser trendbegrenzenden Linie ehemals, die bullisch aufgelöst worden ist, jetzt aufgesetzt und ist bestätigt worden. So, und deswegen würde jetzt die Goldrallye losgehen. In Ordnung, also, ich weiß nicht, von wem diese Linie stammt, die dieser verehrte Zuschauer mit mir geteilt hat. Ich kann nur sagen, ich würde eine solche Linie so nicht zeichnen, weil man unterschiedliche Börsenphasen miteinander verbindet und zu wenig Bestätigung hat. Diese Linie hat ganz viele Punkte werden nicht berührt und dann wird es so berührt, wie man es haben will. Also, wissen Sie, man hätte es ja auch zum Beispiel so gezeichnet haben können. Da hat es ja auch nicht funktioniert. Sehen Sie das hier? Passt es nicht. Deswegen, ich bin sehr zurückhaltend zu sagen, diese Linie, also Doctor's Advice, um beim Thema Doktorchen zu bleiben, ich würde so den Chart nicht analysieren. Aus dem einfachen Grund. Freunde, entweder ist das hier alles eine große und breite Bodenbildungsformation. So, ganz einfach. Und dann muss diese Widerstandszone rausgenommen werden. Deswegen habe ich auch diese Linien dort. Oder das ist alles noch eine Art bärische Konsolidierung und der Markt will nochmal uns erschrecken und vielleicht nochmal eine Welle machen. Ändert nichts am ganz, 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 ganz langfristigen Trend. Was ich aber nicht machen würde, ist eine solche Linie zu zeichnen. Es gibt hier zwar zwei klare Auflagepunkte, die werden dann aber danach nicht respektiert. Wenn, ich würde das ja eher, wenn dann auf Schlusskursbasis zeichnen, und dann haben wir das ja auch schon. Warten Sie, hat es ja auch wieder nicht gepasst. Das ist ja auch wieder eine Bestätigung, dass es solche Trendlinien nicht funktionieren. Noch eine Sache, das erkennen wir doch alle, diese horizontale Zone. Und das ist das, was Sie als Trader machen wollen. Das Traden, was alle sehen. Nicht irgendetwas, was nur einer sieht. Am besten ist noch, ich hole irgendeine Linie von Anno dazu mal, die irgendwie hier 58 Mal da durchgeht und jetzt da gerade in dieser Sekunde
nochmal berührt wird. Nee, je offensichtlicher etwas ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass viele Marktteilnehmer es handeln. Und deswegen, ja, es gibt eine trendbegrenzende Linie, aber größere Wahrscheinlichkeit ist Wochenschlusskurs hier oben drüber im Bereich von 1400. Und wenn Sie sagen, aber dann geht's Zakatumski sonst wohin. Na, nee, also dann geht's auch nicht Zakatumski sonst wohin. Also dann haben wir durchaus Platz für eine ordentliche bullische Bewegung. Aber dann geht's auch in Richtung 1500, 1560. Und also wir sind ja noch längst nicht hier drüber. Und deswegen in dieser übergeordneten Seitwärtsphase wäre ich vorsichtig jetzt, die Riesenbrötchen backen zu wollen. Das ist meine persönliche Meinung. Jetzt kommt wieder der Nächste und sagt, du kannst dieses nicht und jenes nicht. Ich bin schon gespannt darauf. So, das ist meine persönliche Meinung. Erstens. Zweitens. Diese kurzfristige Linie, die hatte ich Ihnen aber auch gezeigt. Und das ist auch etwas, was viele Marktteilnehmer erkennen. Schauen Sie, das ist Widerstand, das ist Widerstand, das ist Widerstand, das ist Widerstand. Das wird zur Unterstützung. Das hatten wir miteinander besprochen. Und das mag ich besonders gerne, wenn es nicht eine ist, sondern wenn mehrere zusammenkommen. Ich hatte Ihnen gesagt, hier ist auch noch eine weitere Unterstützung vom FIBO her. Wir haben darunter die 200-Tage-Linie, wir haben eine aufsteigende Trendlinie und so weiter und so fort. Und deswegen größere Wahrscheinlichkeit, dass diese Zone hält. So, bam, diese Zone hat gehalten. Wenn Sie jetzt sagen, hast du es getradet, falls Sie das letzte Video geschaut haben, ich habe es Ihnen gesagt, ich habe es versucht, ich bin nicht reingekommen. Denn ich habe nicht hier am Tag der Non-Farm Payrolls irgendwas traden wollen, sondern ich habe am Montag versucht, die Gegenbewegung zu erwischen. Hat er mir nicht gegeben. Stellen Sie sich vor, ich bin Profi-Trader und ich bin nicht immer und überall dabei. Punkt. Zuletzt habe ich Ihnen gesagt, Leute, wenn wir durch die 1300 gehen werden, kenne ich jemanden, der das nicht auf der Long-Seite traden wird. Und das bin ich. Und das bleibt auch so. Falls der Markt hier wieder ein Tief gemacht hat und wieder in Richtung 1360, 1380, 1400 laufen will, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir in einer Bewegung so da oben hinlaufen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich kann sie nicht ausschließen. Jetzt werden Sie sagen, warum gucke ich denn dein Video? Die Wahrscheinlichkeit ist gering, ich kann sie nicht ausschließen. Typisch Analysten. Ich bin kein Analyst, Leute. Ich bin ein Trader. So, und aus Sicht eines Traders sage ich euch, ja, in einer trendlosen Marktphase können wir sowas kriegen. Guck mal, boom, 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 boom. Normalerweise, wenn wir einen Trend haben, dann gibt es immer so und dann noch ein bisschen hoch und noch ein bisschen zurück und dann geht das alles seinen sozialistischen Gang. Haben wir keinen Trend, dann gibt es schnelle Richtungswechsel, die dann auch durchlaufen können. Das kann ich nicht ausschließen, aber selbst wenn es so wäre, dass der Markt in einem durchlaufen will, so wie zum Beispiel hier, so und dann ist ja nicht in einem. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch, erinnern Sie sich? Ich habe ja das, hat er den hier gemacht, dann ist er halt eine Konsolidierung gemacht, dann haben wir das hier hochgetradet. So, in Richtung 1300, dann sind wir hier oben ausgestoppt worden. Das heißt, wenn das jetzt besonders bullisch sein will, es ist immer noch deutlich wahrscheinlicher, dass er hier irgendwo 2, 3 Tage, 4, 5 Tage Halt macht. Dass er jetzt so höheres hoch, 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 höheres hoch. Ich komme nicht mehr rein, unwahrscheinlich. Kann ich nicht ausschließen, ist aber unwahrscheinlich. Das heißt, wenn die Bullen besonders jetzt bullisch sein wollen, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest größer, dass wir hier eine Konsolidierung sehen. So. Oder wir bleiben im Bereich von 13,10 hängen. Oder wir bleiben im Bereich von 13,20 hängen. Und ich sage jetzt noch was. Leute, wenn er dann hier zurückkommt, ja, dann kann man sagen, je weiter er hochläuft, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Tiefs halten. Ja, aber das heißt dann ja nicht trotzdem nicht, dass er sofort durchrennt. Jetzt werde ich sagen, es ist immer so kompliziert bei ihm. Nein, es ist nicht. Ich versuche, dass der Chart mir eine klare Wahrscheinlichkeit vorgibt. Gibt mir der Chart eine klare Wahrscheinlichkeit vor, dann trade ich es. Was ich damit sagen will, ist, deutlich häufiger ist es, wenn das hier alles halten will, gibt es hier eine Art Fortsetzungsmuster. Das heißt, der Markt macht ein Tief, dann konsolidiert er das ganz groß, dann macht er ein höheres Hoch. Jetzt macht er ein übergeordnet höheres Tief und die Wahrscheinlichkeit ist größer. Und bitte beachten Sie das, das ist jetzt einfach nur ausgedacht, dass er dann irgendwie sowas macht. So und dann vielleicht so und dann so und dann irgendwie so. Und dann sagen wir irgendwann, guck mal, das ist doch hier zum Beispiel eine große bullische Keilformation und jetzt den Ausbruch können wir traden oder über die Horizontale oder sonst irgendwas. Aber immer dieses, jetzt ist da 5 Kerzen gelaufen. Oh, das darf ich auf gar keinen, jetzt muss ich reinspringen. Kennen Sie das? Dann springen Sie rein, dann kommt er wieder zurück und Sie, nein, warum bin ich short, short, short. Dann gehen Sie wieder short, dann geht er wieder long, ja, weil Sie immer auf den Markt reagieren.
Das ist das, was die meisten Kleinanleger machen. Und ich habe ja mit ihnen keinen Streit. Ich sage ihnen nur eins. Wenn sie aufhören wollen, auf den Markt zu reagieren, der Goldpreis ist aber long, jetzt kaufe ich den. Das funktioniert nicht. Dann reagieren sie auf den Markt. Wenn sie sagen, ja, ich habe eigentlich auch Bock darauf, mit Selbstbewusstsein, mit einer Ruhe, mit einer absoluten Überzeugung, dass ich das schon lesen und erkennen werde. Und wenn ich es mal nicht erkennen werde, dann eben das nächste Mal. Dann müssen sie an sich arbeiten. Sie wollen ein besseres Ergebnis beim Traden erzielen, dann müssen sie besser werden. Ganz einfach. Sie müssen nicht mehr Videos gucken, sie müssen nicht mehr Analysen sich reinziehen, sie müssen nicht mehr Sachen abonnieren, sie müssen nicht mehr Analysten folgen. Sie müssen an sich selbst arbeiten. Und raten Sie mal, warum ich traden kann. Als ich angefangen habe, war das Erste, was ich mir klar gemacht habe, ist, ich will es selber können. Ich will meine eigenen Setups traden können. Jetzt ist mir der Stift runtergefallen, mit dem ich rumhantiere. Verzeihen Sie bitte. Und ich glaube, dass das der einzige Weg ist, um tatsächlich zum Erfolg zu kommen. Ansonsten werden Sie erfolgreiche Phasen haben, wo Sie sich denken, ah, jetzt ist der Knoten geplatzt. Jetzt habe ich es rausbekommen. Und dann machen Sie wahrscheinlich noch in Ihrem Depot, Ihrem CFD-Depot 100%, 200%, 300% und dann, was passiert danach? Sie geben die ganzen Gewinne ab und noch mehr. Der nachhaltige Weg zum Erfolg geht darüber, deutlich weniger Risiko, deutlich mehr an den Fertigkeiten arbeiten und dann zum nachhaltigen Erfolg kommen. Und wenn Sie denken, unser Mentor-Programm sorgt dafür, dass Sie 3 Tage zum Seminar gehen und dann rauskommen und 2 Monate später alles in Grund und Boden treten, dann gehen Sie bitte woanders hin. Gehen Sie bitte woanders hin, denn Traden ist eine Spezialisierung. Damit müssen Sie sich ernsthaft auseinandersetzen. Ich gebe Ihnen das Wissen ist potenzielle Macht. Und Sie müssen es zu einer Fertigkeit machen. Nur, dass das Wissen, was ich Ihnen gebe, und das ist der letzte Satz, und das ist mir wichtig, der ist extrem stark. Und ich weiß, dass wir Ihnen extrem viel Wissen auf den Weg geben. Deswegen sage ich Ihnen auch, Sie kriegen Ihr Geld zurück. Wenn Sie nach dem Seminar sagen, nö, ich habe nichts gelernt, dann ist auch in Ordnung. Dann kriegen Sie Ihr Geld zurück, dann müssen Sie nicht am 6-monatigen Mentorprogramm teilnehmen. Und dann ist das Thema für Sie erledigt. Ohne Wenn und Aber. Da frage ich Sie nicht, warum und ich sehe das anders. Ja, du willst dein Geld zurück, ist ein gutes Recht. Punkt. Überlegen Sie sich das. Bis Ende Oktober haben Sie noch 30% Preisnachlass für unser Mentor-Programm. Also Goldpreis entweder bitteschön konsolidieren. Dann würden wir was Kurzfristiges auf der Longseite traden. Jetzt hier gerade 13,8. Erster Widerstand, nächster Widerstand 13,18. So, da erwarte ich spätestens wieder eine Gegenbewegung. Und jetzt gerade bärisch. Bärisch? Nee, was denn? Eine klare Aufwärtsbewegung. Was soll ich in der bärisch traden? Viel mehr kann ich euch und will ich euch zu diesem Markt nicht sagen. Jetzt habe ich ausführlich mit euch und Ihnen über den Goldpreis gesprochen und deswegen machen wir das kurz, was den Silberpreis angeht. Und beim nächsten Mal ändern wir das und machen etwas ausführlicher den Silberpreis. Auch der Silberpreis läuft in eine potenzielle Widerstandszone. Wir sind bereits im Bereich der, schauen Sie sich das an, von dieser Bewegung in der Nähe der 61%, das ist die 17,50, ein bisschen weiter drüber die 17,57. Und der Markt hat in der Spitze 6,5% gemacht. Und wenn Sie mich fragen, sag mal, was hast du denn in dieser ganzen Phase eigentlich getradet? In dieser ganzen Phase oder in dieser ganzen Phase? Dann werde ich euch sagen, ja, also ich habe hier einen kurzen Trade auf der Long-Seite bei Gold gemacht und hier habe ich einen kurzen Trade bei Silber auf der Short-Seite gemacht. Da wird es sagen, boah, bist du schlecht, du hast diese ganzen anderen Trades verpasst. Ja, aber wisst ihr was? Ich habe 2 Plus-Trades gemacht und das reicht für mich. Der Grund, warum die meisten denken, man müsste hier die ganze Zeit hin und her traden, ist auch, und die Zeit nehme ich mir jetzt, im Internet, wenn es ums Trading geht, geht es ja immer nur um die Chance, die es gibt. Man spricht immer nur über die Chance. Achten Sie mal darauf, wie wenig über das Risiko gesprochen wird. Und das ist auch der Grund, dass Menschen tatsächlich glauben, sie könnten mit einem 20.000 Euro oder 30.000 Euro Konto könnten sie ihren Lebensunterhalt verdienen, wenn sie CFDs traden würden. Was kompletter Nonsens ist. Aber der Grund, warum die Menschen das glauben, ist, weil es andere gibt, die behaupten, die könnten mit von einem 20.000 Euro Konto leben, was kompletter Nonsens ist.
Und deswegen glaubt dann der Kleinanleger, ah, okay, ich will auch Profitäter werden. Wenn ich von 20.000 Euro leben will, muss ich ja jedes Jahr dann also 100% mindestens, eher 200% Performance machen. Also Leute, wenn ihr es schafft, jedes Jahr 50% Performance zu machen, ruft mich an. Mein gesamtes Kapital gebe ich euch. Das will ich aber auch nachgewiesen haben, dass ihr 50% machen könnt. Und nicht ein paar Wochen, ein paar Monate oder ein Jahr. Long story short, ja, es ist völlig okay, in so einer Phase, die eher mehr oder minder seitwärts ist, vielleicht jetzt nur zwei Trades in Anführungszeichen gemacht zu haben, die dann aber dafür auch erfolgreich abgeschlossen zu haben. Und dann kommen wir jetzt wieder zu dieser Phase. Wir sind am Widerstand. Ich sehe gerade nichts, was ich auf der Short-Seite traden kann, weil der Markt eine ordentliche bullische Bewegung macht. Ich sehe aber auch, dass er in den Widerstand läuft. Und deswegen warte ich weiter ab, bis ich wieder ein Hochwahrscheinlichkeitstrade bekomme. Und zum Beispiel ein Hochwahrscheinlichkeitstrade ist das, was ich gleich mit meinen Mentorschülern besprechen werde. Darauf fokussiere ich mich und will dann nicht hier den Silberchart traden. Ich hoffe, obwohl ich ihnen jetzt nicht gesagt habe, kauf das und verkauf das und trade dieses, das darf ich sowieso nicht und ich will das auch gar nicht. Und auch wenn ich euch nur gesagt habe, also, läuft in den Widerstand, muss erstmal sich ausruhen, dass ihnen dieses Video trotzdem gefallen hat und dass es für sie hilfreich gewesen ist. Wenn sie mögen, die nächste Rohstoff-Tagesausgabe gibt es wieder am Dienstag und last but not least, wir haben natürlich noch eine Wochenendausgabe zum S&P 500, da wird Silber für Sie da sein. Tom ist leider erkrankt und deswegen fällt die Devisenausgabe aus. Und das nächste Mal mich gibt es dann am Montag, dann schauen wir gemeinsam auf den DAX und auf den Dow und auf den Nasdaq und hoffentlich auch auf die eine oder andere Einzelaktie. Mein Name ist Hamed Esnaschari und ich wünsche Ihnen, dass Sie hoffentlich alle sowas von kerngesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader auch bitte gewogen.